Es tut einem beim Zugucken weh. Na klar, nicht reden lassen. Die Frau ist dermaßen überheblich, dass mir langsam der Kragen platzt. Ja, es geht mir genauso, wenn ich mit solchen Menschen rede. Man hört überall leeres Gelaber, aber das Denken fehlt. Aber das Dokumentieren ist unter meine Würde. Wir können nicht noch tiefer sinken. Aus diesem Grund setze ich diesem Amoklauf hier ein Ende. Immer nur ich. Es geht nur um mich. Ich bin das Zentrum des Universums und nur meine kleinen Interessen, Wünsche und körperliche Gesundheit zählen. Ich habe mir den Experten anders vorgestellt. Und man kann mit den geistig weniger Begabten keine vernünftige Diskussion führen. Es ist so unendlich peinlich. Auch wenn das bedeutet, dass man auf einmal auf der Seite eines größenwahnsinnigen Massenmörders steht. Das ist Dr. Janos Hegedüs. Er ist beruflich als Arzt auf YouTube unterwegs, hat dort eine Online-Sprechstunde, so wie sein Kanal heißt, und verdient dort auf verschiedene Art und Weisen Geld mit YouTube. Zum Beispiel durch ziemlich hohe Patreon-Einnahmen, dort hat er viele Unterstützer. Es sind Werbeeinnahmen, die er natürlich generiert, und er hat auch einen eigenen Merchandise-Shop. Doch wenn man sich einige Motive auch anschaut, da macht es doch eher den Anschein, dass es eher um Diffamierung geht, wenn man bestimmte Personen auf diesen T-Shirts wiedererkennt, die natürlich in einem negativen Kontext dargestellt werden sollen. Laut eigenen Aussagen auf seinem Kanal betreibt er seinen Kanal nicht beruflich und nicht gewerblich. Er bekommt für seine YouTube-Arbeit keine Entlohnung. Das ist auch nicht sein Ziel, das sagt er hier ganz klar. Eigentlich wollte ich mich mit Hegedüs gar nicht mehr beschäftigen, genauso wie mit Christian Wolf nicht oder mit vielen anderen, weil es am Ende völlig ermüdend ist. Man hat Dispute gehabt, man hat Fragen gestellt, man hat Diskussionen angeboten, es wurde alles immer ausgeschlagen, weil man am Ende den anderen einfach nur reizen wollte, und das ist bei mir leider auch unschön geendet, dass ich mich zu Aussagen hinreißen lassen habe. Das hat er geschafft, herzlichen Glückwunsch dazu. Es war aber so, dass mich jetzt ein Zuschauer auf ein Video aufmerksam gemacht hat, was bei mir dann tatsächlich wieder so Klick gemacht hat, wie das Ganze überhaupt so weit kommen konnte und dass bei Hegedüs so einiges im Argen ist. Und zwar handelt es sich hier um das Video von Clemens Awey, der über Hegedüs ein Video gemacht hat, in dem er aufzeigt und offenlegt, in welcher unwissenschaftlichen und diffamierenden Art und Weise Hegedüs über Awey die Videos gestaltet hat. Danke, Herr Awey, Sie haben mein Leben verändert. Jetzt ist es so, dass mich das Video von Clemens jetzt nicht da ganz überzeugt hat, da irgendwie noch weiter reinzugehen oder sonstiges. Was mich aber extrem dann eben überrascht hat, war entsprechend die Antwort von Dr. Hegedüs auf dieses Video von Clemens. Und das fand ich deutlich interessanter. Habt ihr das neue Awey-Video gesehen? Ich bin so glücklich, ich muss dazu nichts machen. Ich denke, es ist für jeden offensichtlich, dass ich auch diese Runde mit einem riesigen Vorsprung gewonnen habe. Und ich habe jetzt sowieso Wichtigeres zu tun. Ich habe eine wichtige Schachparty mit einer Taube. Man kann mit einem Tauben kein Schach spielen und man kann mit den geistig weniger Begabten keine vernünftige Diskussion führen. Das ist leider so. Nun, die Antwort von Hegedüs war dann doch das, was mich sehr erstaunt oder schockiert hat. Denn er hat Großwissenschaft in seinem Kanal stehen und alles logikbasiert. Doch in der Wissenschaft spielt man nicht. Denn wenn ich trotzdem beharre und gewinnen möchte, dann kann das mitunter gefährlich werden, wenn entsprechend meine Meinung oder meine Ausführungen dann eben völlig falsch sind. Also, unbedingt gewinnen zu müssen, ist in der Wissenschaft völliger Quatsch. Da geht es nicht um Gewinnen, es geht um Inhalte. Und durch solche Aussagen hat er doch schon sehr offenbart, was hinter seiner Maske eigentlich steckt. Und dass er andere dann eben als geistig weniger begabt bezeichnet, das ist natürlich auch schon eine sehr bezeichnende Geschichte. Hier lässt es sich schon erahnen, dass sein Fokus eher auf sein eigenes Ego getrimmt ist, als entsprechend auf den inhaltlichen wissenschaftlichen Fokus. Und genau da möchte ich natürlich auch mal aufzeigen, dass solche Aussagen, genau wie wir sie bei Christian Wolf damals gesehen hatten oder bei Robert Franz gesehen hatten und vielen anderen, bei denen das Ego größer ist als der wissenschaftliche Fokus, dass das eben dann sehr fragwürdig ist. Und dann habe ich mir gedacht, schaue ich mir das Ganze doch mal etwas detaillierter an. Ich habe von einem Zuschauer dann noch weitere Videos bekommen zu Wagenknecht und zu zwei, drei anderen Leuten, die ich hier mal mit aufnehmen werde.
Und daran kann man sehr gut sehen, inwieweit Hegedüs die Wissenschaft missbraucht, den wissenschaftlichen Namen missbraucht und dann einfach nur darauf losgeht, andere Menschen zu diffamieren, in eine bestimmte Ecke zu drängen, entsprechend zu brandmarken. Und das kann ich dann schon nachvollziehen, warum Menschen bei ihm solche Kommentare unter die Videos schreiben. Nun, es gibt auch zig Kommentare unter Videos, die sich mit ihm beschäftigen. Ich denke mal nicht, dass er bei sich solche Kommentare stehen lassen würde. Es sind natürlich auch beleidigende Kommentare teilweise darunter, die definitiv nicht sein müssen. Da sind wir uns alle einig. Doch einige Kommentare versuchen das zumindest auch zu begründen, dass er zumindest ein Schwurbler wäre oder dass er eben auch ein sehr aufgeblasenes Ego eben hat. Teilweise wird eben hier Narzissmus mit reingebracht und solche Geschichten. Oder hier von jemandem, der sagt, er sei ein ideologischer Hetzer. Was sich im ersten Moment natürlich auch immer sehr hart anhört und quasi eine Beleidigung sein kann, das kann man natürlich dann auch mal in einem separaten Video untersuchen. Wenn euch das interessiert, ob er wirklich Hetze betreibt, dann schreibt es gerne mal drunter. Ich habe mir die Definition von Hetze mal hier zumindest bei Wikipedia rausgesucht und da kann man natürlich sich selber dann auch ein Bild machen, ob diese Definition zutrifft oder nicht. Im gesellschaftlichen Sinne bezeichnet man als Hetze unsachliche und verunglimpfende Äußerungen. Da würde ich mir dann zum Beispiel vorstellen, dass man sich rein auf Äußerlichkeiten beschränkt und rein auf Äußerlichkeiten jemanden herabsetzt, vielleicht sogar Merchandise-Artikel mit solchen unsachlichen Dingen verkauft, mit dem Zweck eben Hass gegen eine Person oder Gruppe hervorzurufen, sie zu diffamieren oder so zu dämonisieren. Das bedeutet, da könnte man natürlich auch solche Sachen überprüfen, dass alle Querdenker auf einmal Unterstützer eines Massenmörders sind und das Z-Zeichen auf der Stirn tragen und solche Geschichten. Wenn euch das interessiert, schreibt es drunter. Ich mache auch gerne nochmal einen separaten Artikel dazu, ob Janosz Hegedűs hier eben eventuell sogar Hetze betreibt. Denn das muss natürlich auch überprüft werden. Wenn sowas in Kommentaren steht, kann man das sachlich und argumentativ natürlich auch entweder debunken oder bejahen. Wir müssen uns ein bisschen auch mit seiner Vorgehensweise in den Videos beschäftigen. Warum ist das wichtig? Weil nämlich dann deutlich wird, warum im weiteren Verlauf der Videos oftmals keine wirklichen Argumente mehr von ihm kommen und warum er andere Menschen einfach nur diffamiert. Das Ganze ist schwarze Rhetorik oder nennt man schwarze Rhetorik. Es ist ein ad hominem Argument, was er in vielen Videos anwendet, und zwar das Autoritätsargument. Schon zu Beginn seiner Videos setzt er die Menschen herab. Ohne sich mit den inhaltlichen Themen wirklich auseinanderzusetzen, kann er dann eben schon gewinnen, in Anführungsstrichen, seine Zuschauer auf seine Seite ziehen und braucht im weiteren Videoverlauf jetzt nicht mehr großartig etwas zu belegen, weil er den anderen ja schon als Nicht-Experten dargestellt hat. Er selber kann sich natürlich dann als Experte darstellen, was er selber ja natürlich nicht ist, und kann dadurch eine Diskussion scheinbar gewinnen, weil er den anderen herabgewürdigt hat. Das kennen wir übrigens auch von Christian Wolf damals, der hatte die gleiche schwarze Rhetorik, da war man noch nicht so darin bewandert. Robert Franz und viele andere machen das dann auch, dass sie im Endeffekt erstmal pauschal den anderen als Nicht-Experten oder wie auch immer herabwürdigen, um sich selber besser darzustellen. Und das macht Janosz Hegedűs eben sehr gut. Es ist auch so, dass er andere zum Beispiel als Nicht-Experte darstellt, aber natürlich selber nicht sagt, dass er nicht auch in irgendeiner Weise kein Experte ist. Er ist kein Virologe, kein Epidemiologe, kein Immunologe oder was auch immer. Er kann also zu den Sachen, die er in verschiedenen Videos äußert, genauso wenig Expertise aufweisen wie eben viele andere. Dementsprechend ist es auch immer nur seine Meinung, die er da natürlich äußert. Und in vielen Videos hat er noch nicht einmal irgendwelche Quellen drunter. Braucht er natürlich auch nicht, weil er entsprechend den anderen schon herabgewürdigt hat. Und das ist eine Taktik, auf die sollte man immer ganz genau achten, wenn man sich Videos anguckt. Schaut euch beispielsweise meine letzten Videos an zu Coach Cecil oder eben zu dem Typen mit dem Sahara-Staub. Dort geht es zu keinem Zeitpunkt um die Äußerlichkeiten der anderen Person, was Hegedűs auch gerne macht. Es geht nicht um den Expertenstatus, sondern es geht rein um die wissenschaftlichen Aussagen, Fakten. Das ist wirkliche wissenschaftliche Arbeit. Das, was Hegedűs hier macht, das ist Diffamierung. Das ist kein wissenschaftliches Arbeiten.
Tut mir leid, aber da ist man dann doch schon ein bisschen auf der Schwurbler-Seite unterwegs. Wie wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist es völlig egal, was man studiert oder nicht studiert hat. Wenn es um das Coronavirus und die Pandemie geht, jeder ist Experte. Marc Friedrich ist Deutschlands erfolgreichster Sachbuchautor. Welcher Experte wird sich wohl wieder an eine Studie trauen? Der Kanal heißt HKCM und es handelt sich offenbar um eine Firma, die sich mit Börsenkursanalysen, Kryptowährungen und sonstigem Börsenkram beschäftigt. Wer sonst sollte uns die neuesten medizinischen Studien präsentieren als ein Börsenmakler in einem teuren Anzug mit einer 100.000 Euro schweren Armbanduhr, die nur ganz dezent zum richtigen Zeitpunkt rausguckt? Das sind nämlich Sachen, die Seriosität und Kompetenz ausstrahlen. Sag nichts, bitte. Sag nichts. Du darfst das nicht sagen. Solche Kommentare sind unter deine Würde. Bitte. Ich habe mir den Experten anders vorgestellt. Wiederum in den haben sich aber dennoch, genau wie Joshua Kimmich, entschieden, sich erstmal nicht impfen zu lassen. Warum? Nur ganz kurz, bevor wir die Antwort anhören, wollte ich sagen, dass ich mich mit dem Fußballer ganz bewusst nicht beschäftige. Wen kümmert nämlich, was ein Fußballer über ein wissenschaftliches Thema denkt? So funktioniert es nicht. Wie kann man eine Politikerin ernst nehmen, die nicht kapiert, dass sie sich weit über ihre Kompetenz hinaus bewegt und über Sachen spricht, von denen sie offensichtlich keine Ahnung hat? Wir können nicht noch tiefer sinken. Wenn irgendjemand diesen sympathischen Herrn noch nicht durchschaut hat, werden weitere Argumente auch nichts mehr bringen. Aus diesem Grund setze ich diesem Amoklauf hier ein Ende und verabschiede mich von Herrn Friedrich. Nun, wer den sympathischen Hegedüs noch nicht durchschaut hat, um es mit seinen eigenen Worten zu sagen, der sollte sich mal angucken, wen er denn so als Experten sieht. Wer ist für Hegedüs der Experte in diesem Fachgebiet? Es tut einem beim Zugucken weh, wie ein Laie, wie sich Frau Wagenknecht bezeichnet, einen Arzt in seinem eigenen Fachgebiet belehren will. Guckt euch das mal an. Das sind neue Methoden der Impfung. Also, es tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen schmunzeln muss, aber Karl Lauterbach als den Experten hinzustellen, dem wir natürlich alles glauben sollten, am besten nicht hinterfragen sollten, das ist schon ein bisschen fragwürdig, wie man als Arzt, der ja eigentlich kritisch und wissenschaftlich denken sollte, sowas äußern kann. Wir wissen von Karl Lauterbach, wie oft er völlig falsche Aussagen zu Studien getätigt hat, falsch interpretiert hat, völlig kuriose Dinge manchmal geäußert hat und vor allen Dingen natürlich seinen Weg als zum Arzt mit der Approbation ziemlich viele Abkürzungen hatte, dass selbst die Ärzteschaft jetzt dort gesagt hat, eigentlich ist er ja kein richtiger Arzt und Politiker sich vor 10 Jahren schon so ein bisschen über ihn lustig gemacht haben. Ganz ehrlich, wenn das der Experte ist, dem ich glauben sollte in solchen Videos, der inhaltlich, rein wissenschaftlich gesehen, sehr viel Quatsch erzählt, dann vermute ich doch hier eher, dass auch Hegedüs hier einem anderen Arzt eher glaubt, weil er Arzt ist. Also sie fühlen sich als Götter in Weiß im Endeffekt, die nicht zu hinterfragen sind. Alle anderen sind dann keine Experten. So kommt es bei mir zumindest an. Wertet natürlich dann wieder das eigene Ego auf. Eine weitere Methode, die Hegedüs gerne benutzt, ist das sogenannte Framing. Und das ist eigentlich auch nicht wissenschaftlich, hat eben auch in einer Diskussion nichts zu suchen, weil man hiermit versucht, einen Menschen als etwas darzustellen, was er eigentlich vielleicht gar nicht ist. Man versucht, einen Menschen in eine bestimmte Ecke zu drängen, zu brandmarken und kann sich dann natürlich aus Diskussionen rausziehen, muss sich nicht mehr inhaltlich damit beschäftigen und kann einfach pauschal sagen, mit so jemandem brauche ich mich nicht unterhalten, das ist sowieso ein Nazi oder was auch immer. Also das, was man so allgemein als Nazi-Keule heutzutage kennt, kann er natürlich hier Menschen allgemein einfach als Impfgegner brandmarken, als Querdenker, als Putin-Versteher oder Unterstützer von Massenmördern und. Er braucht sich dann eben damit nicht mehr beschäftigen. Er muss mit diesen Menschen nicht mehr diskutieren und für ihn und sein Ego natürlich auch eine super Sache, weil dieser schlechte Mensch, den er gerade geframed hat, den bekämpft er ja jetzt. Er bekämpft diesen Menschen als guter Samariter, der beklatscht werden kann, weil er den anderen Menschen jetzt natürlich in diese Ecke schon gedrängt hat. Das macht er sehr gerne, werden wir gleich sehen. Weiterer Vorteil ist natürlich, dass von den Inhalten jetzt gut abgelenkt werden kann. Er muss inhaltlich jetzt keine Argumente mehr liefern, was er dann eben auch
oftmals in Videos gar nicht mehr macht, sondern er kann jetzt einfach allgemeine Aussagen treffen, die ich gar nicht mehr überprüfen kann, muss, soll, wie auch immer, und nehme das natürlich einfach an, weil er als guter Mensch dasteht. Wir gucken uns mal ein Video an, wo sein Framing tatsächlich so extrem wird, dass man nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Das Framing gipfelt bei Ihnen in einem Video Querdenker und der Krieg gegen die Ukraine. Und an diesem Beispiel war für mich einfach auch eine Grenze erreicht, wo ich einfach sagen musste, sorry, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun, das ist eines Arztes auch nicht mehr würdig, was hier entsprechend als Framing gemacht wird, was für Auswirkungen das am Ende auch haben kann, das wusste er eben auch ganz genau. Wie gesagt, wenn man Menschen so extrem framed wie Kachelmann und so weiter, dann ist das eben auch eine Sache, wo persönlich Dinge passieren könnten und die mir dann eben auch passiert sind. Was hat er hier gemacht in diesem Video? Sein Video, im Thumbnail sieht man das eigentlich schon, dort steht eben, dass es eine Schnittmenge gibt zwischen Querdenkern und eben den Leuten, die ein Z-Zeichen dann auf der Stirn haben, das bedeutet Putin-Versteher, also Unterstützer eines Massenmörders, was er auch so in diesem Video dann benennt. Unten drunter steht es nochmal ganz genau, denn da könnte man auch ein Gleichheitszeichen hinsetzen, denn er sagt ganz klar, Querdenker sind auf einmal Putin-Sympathisanten geworden. Das ist natürlich eine sehr verallgemeinernde Aussage einer kompletten Bewegung vorne, die auf einmal dann eben pauschalisiert als Putin-Sympathisanten und so wie er es selber in seinem Video nochmal sagt, Unterstützer oder Sympathisanten eines Massenmörders. Das ist natürlich die Dämonisierung, die wir gerade eben auch auf Wikipedia gesehen haben. Dann nennt er noch ein paar Namen hier unten, die natürlich alle damit jetzt geframed werden sollen und unterstellt ganz am Ende sogar Hetze. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen fragwürdig und würde ich mich gerne mal drüber unterhalten, ob so eine pauschalisierte Diffamierung, Dämonisierung, so wie wir das bei Wikipedia in der Definition ja gesehen haben, ob das nicht einfach ein gutes Beispiel für Hetze wäre, was er hier selber betreibt, was natürlich dann seine Videos, die sich gegen Hetze richten, schon ein bisschen ins Lächerliche ziehen, wenn man natürlich selber diese Dinge anwendet, die dann entsprechend später bei anderen zu negativen persönlichen Erfahrungen geführt hat. Was er jetzt natürlich in diesem Video zeigt, hat er jetzt automatisch pauschal als Unterstützer von Putin, als Unterstützer eines Massenmörders dann in diesem Fall, mit einem Z-Zeichen auf der Stirn gebrandmarkt. Das Z-Zeichen ist ein verbotenes Symbol, gerade in diesem Kontext. Und damit kann man sich natürlich ausrechnen, was passiert, wenn man jemanden brandmarkt, wenn man jemanden ein Z auf das Auto zum Beispiel klebt oder die Scheibe. Da kann man schon damit rechnen, dass dort entsprechend das Auto nicht mehr lange heile ist. Das Witzige ist, dass er mich jetzt auch da irgendwie mit reinbringen wollte, ohne dass ich in irgendeiner Weise etwas zum Krieg gesagt hätte. Ganz im Gegenteil, ich habe mich in Videos vorher entschieden gegen Putin ausgesprochen. Ich bin überhaupt kein Impfgegner. Ich habe mich für die Impfung ausgesprochen. Ich bin überhaupt gar kein Querdenker oder sonstiges. Er bringt mich in dieses Video rein, um mich natürlich in dieses Framing in irgendeiner Weise reinzubringen. In meinem Tweet, was er hier zeigt, spreche ich mich gegen Rassismus aus. Das muss man sich mal vorstellen. Und zwar spreche ich mich dagegen aus, dass man pauschal alle Russen im Moment eben dann angreift, beleidigt oder sonstiges. Woher kommt das Ganze denn? Das Ganze kommt daher, dass man in Zeitungsartikeln oder sonst wo gelesen hat, dass Russen angegriffen werden. Und so zum Beispiel eben hier auch Doc Mischer, den ich übrigens sehr schätze, im Gegensatz zum Hegedüs, der entsprechend hier selber von Erfahrungen schreibt, dass er als Arzt angegriffen wurde, beleidigt wurde und so weiter und so fort. Und das ist dann eben eine Sache, wo ich ganz klar gesagt habe, ey Leute, wir können doch jetzt nicht nur, weil hier Doc Mischer ein Russe ist, können wir doch jetzt nicht einfach sagen, pauschal, dass du entsprechend irgendwie angegriffen gehörst oder sonstiges. Solche pauschalen Sachen sind Rassismus. Dass Hegedüs sich dahinstellt und dann in irgendeiner Weise das Ganze ins Lächerliche zieht, über die kleinste Violine der Welt, ist für mich ehrlich gesagt unbegreiflich. Ich verstehe es nicht.
Für mich hatte es das Gefühl, dass er mich nur irgendwie in dieses Video mit reinnehmen wollte. Er wusste, dass ich mich vorher auch gegen Putin ausgesprochen hatte. Er wollte mich damit reinziehen, damit er mir dieses Z-Zeichen auf die Stirn ballern konnte. Denn natürlich framet er hier alle, die er in diesem Video zeigt, mit dieser Überschrift, mit der Unterschrift, mit dem Thumbnail. Das ist natürlich dann auf alle übertragbar. Und er musste damit rechnen, dass natürlich dann Menschen auch in irgendeiner Weise virtuell oder privat eben bei mir dann tätig werden, wenn entsprechend ich jetzt als Unterstützer eines Massenmörders dargestellt werde. Denn er schreibt selber in einem Interview, was er damals mal gegeben hat, dass er seine private Adresse im Impressum nicht angibt, weil er Angst davor hat, dass er eben bedroht wird oder zu Hause besucht wird. Und jetzt frage ich Hegedűs mal ganz persönlich, was passiert wohl, wenn du jemanden virtuell, entweder einen Hakenkreuz, ein Z-Zeichen, als Unterstützer von Massenmördern oder sonstiges darstellst? Was glaubst du passiert dann? A. Die Person bekommt eine E-Mail, wo drin steht, wir schicken dir gleich mal einen richtigen Hegedűs nach Hause und dann stehen auf einmal 60 Rettungskräfte vor der Tür. Oder B. Es passierte rein gar nichts, weil keiner das natürlich zum Anlass nehmen könnte, entsprechend in irgendeiner Weise dagegen tätig zu werden. Nun, in dem Video mit Wagenknecht geht es da noch ein bisschen weiter und ganz interessant, er verlangt selber immer irgendwelche Studien unter seinen Videos, wie wir gleich auch sehen, hat aber unter diesem Video nichts in irgendeiner Weise mal als Quelle dargelegt, wo man selber mal nachgucken könnte. Er bringt einfach absolute Aussagen, wie sie andere Schwurbler oder Querdenker eben auch bringen und sagt einfach, alle Experten auf der Welt sind sich da einig und so weiter und so fort. Wir hören uns das mal an. Finde ich, dafür werbe ich auch, dass die Menschen, die wirklich zu den Risikogruppen gehören, also Menschen, die relativ alt sind, die beispielsweise eine der bekannten Vorerkrankungen haben, die das Risiko sehr erhöhen, Diabetes, Übergewicht, Bluthochdruck, dass man bei diesen Menschen dafür wirbt, dass sie sich impfen. Das finde ich absolut richtig. Das ist die Zielgruppe, wo es vor allem auch wichtig ist, dass sie sich schützen. Und bei allen anderen ist es meines Erachtens eine individuelle Entscheidung. Schön, Frau Wagenknecht, dass Sie Ihre Meinung so toll äußern können. Aber das macht Sie nicht richtig. Dafür haben wir Experten, die nicht nur Meinung, sondern Ahnung haben. Diese Experten sind überall auf der Welt einig, dass das, was sie gerade vorgeschlagen haben, nicht reicht. Ich hoffe, dass wir diese Studien gleich gezeigt bekommen. Ich habe in der Videobeschreibung leider nichts gefunden und das macht die Sache schon sehr schwierig. Frau Wagenknecht redet jetzt auf einmal über irgendwelche Studien, die wir Zuschauer nicht kennen und sie behauptet etwas. Hier eine schweizerische Studie, da eine persönliche Erfahrungsgeschichte. Es ist so unendlich peinlich. Nun, dann frage ich doch jetzt auch mal, wo sind die Studien unter deinen Videos, die wir alle nicht kennen? Wo sind diese ganzen Experten auf der Welt, alle Experten, die sich einig sind? Wenn wir schon an verschiedenen Ländern sehen, dass die völlig anders agieren und viele Experten doch unterschiedliche Meinungen äußern, da kann schon irgendetwas nicht stimmen. Also auch hier völlig unwissenschaftliche, allgemeine, persönliche Äußerungen, Aussagen, Meinungen, die natürlich mit Wissenschaft, inhaltlichen, fachlichen Argumenten jetzt nichts zu tun haben. Wenn wir mal inhaltlich mehr ins Detail gehen, was wir auch in zukünftigen Videos dann mal machen können, dann sieht man, dass er eben auch an vielen Stellen völlig fragwürdige Aussagen trifft und in meinen Augen, so kommt es zumindest bei mir rüber, medizinische Fehlinformationen als beruflicher Arzt auf YouTube mit einer Sprechstunde hier tätigt. Er behauptet in seinem Video beispielsweise, es gibt keine Langzeitfolgen oder Langzeitnebenwirkungen. Fußballer, aber das zu kommentieren ist unter meine Würde. Er hatte selbstverständlich nicht recht gehabt. Es gibt keine Langzeitfolgen oder Langzeitnebenwirkungen und das, was er gemacht hat, ist absolut unverantwortlich gewesen. Es gibt keine Langzeitfolgen oder Langzeitnebenwirkungen. Den ersten Verdacht bekommt sie von der Postwag-Ambulanz in Marburg. Man gehe von einem Hyperinflammationssyndrom mit einer Autoimmunreaktion aus. Schwere Entzündungen im Körper. Ein Angriff auf das Immunsystem im zeitlichen Zusammenhang nach einer Impfung. Und das ist natürlich fachlich
völlig falsch, denn es gibt tatsächlich Langzeitfolgen. Und Langzeitfolgen sind so definiert, dass es eben Folgen sind, die nach einem Peaks auftreten können, die über lange Zeit anhalten. Und dementsprechend hier ganz klar eine Aussage, die wissenschaftlich lange widerlegt ist, die trotzdem bei ihm auf YouTube eben rumgeistert und damit natürlich eine sehr fragwürdige Aussage, die er selber trifft, die ihn dann am Ende, oder wo ich dann verstehen kann, wenn einige Kommentare ihn als Scharlatan bezeichnen. Alva ist seit ein paar Wochen im Wald verschwunden, aber ich befürchte, dass wir bald von ihm hören werden. Er muss den Schrei der zerstörten ukrainischen Wälder doch hören. Das nächste Buch dürfte bald erscheinen. Ich stelle mir sowas vor. Nun, hier auch nochmal ein perfektes Beispiel für eine inhaltliche, wissenschaftliche, logische Diskussion, wo man jemand anderes einfach nur wieder diffamieren möchte, sich über ihn lustig machen möchte. Finde ich auch immer sehr spannend, sich das so anzuhören. Es ist doch ein Skandal, dass wir nach anderthalb Jahren Corona weniger Krankenhäuser, weniger Pflegepersonal und weniger Intensivbetten haben. Das kann doch nicht wahr sein. Im letzten Jahr wurden welche geschlossen. Herr Lauterbach. Kommen so viele Sachen schon wieder zusammen. Kommerzialisierung der Krankenhäuser, weniger Krankenhäuser. Sind Sie mitverantwortlich? Sie haben das damals gemacht mit den Fallpauschalen. Nein, bitte Frau Wagner, bleiben Sie doch bei der Sache. Bleiben Sie einfach bei der Sache. Die Frage, ja. Es geht mir genauso, wenn ich mit solchen Menschen rede. Sie haben irgendwann keine Scheinargumente zum Thema mehr und dann wird das Thema einfach gewechselt. Die Krankenhäuser werden geschlossen, der Chinese will etwas Böses, es dauert nicht mehr lange und wir kommen bei Illuminati oder Echsenmenschen an. Nun, hier sehen wir auch, dass er auf die Äußerungen, auf die inhaltlichen Sachen, die Wagenknecht ja tatsächlich sogar hier richtig sagt, dass es eben personelle Probleme gibt, Probleme im Krankenhaus gibt, dass das auch die Ursachen dafür sind, dass wir eben so viele Probleme haben, da geht er gar nicht drauf ein. Überhaupt nicht, sondern er tut es einfach ab, er sagt einfach, das ist inhaltlich völliger Quatsch und er wertet diese Person natürlich dadurch wieder ab, dass er sie hier einfach als Spinner darstellt. Also am Ende kommen dann irgendwelche Verschwörungstheorien um die Ecke, wieder einmal das Framing, wo er sich inhaltlich nicht eine Sekunde damit wirklich beschäftigt. Menschen, gerade bei Älteren, sehr wohl überzeugt, sich impfen zu lassen. Das finde ich auch schlimm. Sie wollen nie gegen die Impfung werben. Clemens Arvey konnte auch nicht genug betonen, dass er kein Impfgegner ist. Sie wollen immer nur neutral informieren, Fragen stellen und für die Entscheidungsfreiheit kämpfen. Ganz klar. Auch in diesem weiteren Beispiel wieder mal, er versucht Menschen, die trotzdem eine differenzierte Meinung haben, die trotzdem sagen, dass bestimmte Risikopatienten natürlich geimpft werden müssen, dass es vielleicht eine Grundimmunisierung geben muss und so weiter. Er versucht es einfach trotzdem so darzustellen, als ob die Menschen das nicht ehrlich meinen. Er sagt einfach, ja klar, ihr meint das sowieso nicht mehr und ihr seid ja alle für die Meinungsfreiheit und was weiß ich nicht, was hier alles und Selbstbestimmung. Nein, was er natürlich hier mit seinem Framing wieder betreibt, ist, diese Menschen dann eben als Impfgegner hinzustellen, wieder weg von einem eher differenzierten Meinungsbild in eine bestimmte Ecke zu drängen, um dann entsprechend wieder draufhauen zu können. Weil er kann nichts damit anfangen, wenn die Wagenknecht jetzt sagen würde, ja, es ist schon richtig, dass wir jetzt Risikopatienten und Ältere und so weiter alle impfen, dann kann er nicht mehr wirklich da argumentieren, weil das natürlich auch Empfehlungen von STIKO und so weiter sind. Er muss jetzt etwas konstruieren, eine Unterstellung jetzt wieder subtil eben einführen, um wieder zu diffamieren. Ganz interessante Taktiken, die Hegedüs öfters anwendet, das ist tatsächlich die entsprechende interessante Medienkompetenz, die man natürlich auch hier euch vielleicht mal ein bisschen näher bringen kann. Es muss sich einiges ändern, aber eins nach dem anderen. Wir müssen jetzt impfen, den Rest kann man sehr gerne danach klären. Und hier lässt er dann auch so ein bisschen die Masken fallen, denn das macht auf mich ganz klar den Eindruck und das zeigt er auch in anderen Videos, wo es um die Pflicht geht und so weiter, dass er eben sehr stark dafür ist, dass das der einzige Fokus ist, den wir eben haben sollten. Das bedeutet, alles andere ist nicht so wichtig. Das ist ein Schlag ins Gesicht, so fühlt es sich für mich an, der Pflegekräfte, wenn man eben sagt, erstmal nur der Peaks, das eine, dann das andere.
Es ist natürlich völliger Quatsch, dass man sich nicht um mehrere Sachen gleichzeitig kümmern kann, gleichzeitig die Pflege aufbauen, gleichzeitig die Pflicht machen oder was auch immer. Eins nach dem anderen, das betont er des Öfteren in verschiedenen Videos. Erst muss in irgendeiner Weise jeder den Pieks bekommen. Die Pflicht muss dafür natürlich her, weil die Menschen dann nicht eigenverantwortlich genug sind. Und dann können wir uns über den Rest unterhalten. Und das Witzige ist, dass er solche Argumente selbst anderthalb Jahre nach Beginn der ganzen Chose noch benutzt, wo er anderthalb Jahre später, ja, was 18 Monate sind, wo er dann tatsächlich noch sagt, wir können ja jetzt innerhalb von 6 Monaten nicht das ganze Personal aufbauen und so weiter und so fort. Lieber Janos, wir hatten doch jetzt irgendwie 2,5 Jahre Zeit, schon fast 3 Jahre, und trotzdem ist irgendwie alles noch weiter den Bach runtergegangen. Wie lange müssen wir denn noch diesen Weg gehen? Wie lange müssen wir denn noch nur das eine verfolgen, bis wir das andere machen können? Also ich glaube, da hat er sich eben total verrannt. Und in diesen Tunnel, den er hat, in diesem einzigen Ziel, was er natürlich hier erstmal vor Augen hat, da kommt es natürlich sehr ungelegen, wenn Menschen andere Meinungen haben, weil er natürlich dann in seinem Ziel, was er ja die ganze Zeit predigt, irgendwie so dargestellt wird, als ob er dann doch vielleicht nicht ganz so recht gehabt hätte. Und dann müsste er eingestehen, dass er vielleicht auch Fehler gemacht hat. Und ich glaube, das ist mein Gefühl, dass er das bei sich nicht zulassen könnte. Statt kritischem Denken und der Kunst der intelligenten Diskussionsführung wird fast ausschließlich Akzeptanz und Toleranz gepredigt. Jeder darf eine eigene Meinung haben. Jeder darf sich frei äußern. Aber was ist mit der Qualität dieser Äußerungen? Man hört überall leeres Gelaber, aber das Denken fehlt. Denken führt zu Meinungen und Meinungen sollten diskutiert werden. Je kontroverser ein Thema ist, je unterschiedlicher die Meinungen sind, desto schwerer ist es, eine ruhige, faktenbasierte, konstruktive Diskussion zu führen. Genau das lernt man heutzutage nicht. Herr Bonnelly, ich verspreche Ihnen, Sie wurden gesehen. Es hatte bloß niemand Bock, mit einer Person, die sich nicht an die Regeln hält, zu diskutieren. Also ich würde definitiv nicht eine Diskussion mit so einem Menschen anfangen. Das mit dem Diskutieren und persönlich irgendwie mal, ich glaube, das können wir tatsächlich vergessen. Es war von Anfang an immer so sein Tenor, nein, ich kann nicht diskutieren in dem Livestream. Dann kamen andere Ausreden, jetzt ist es, mit solchen Menschen kann man nicht reden, das macht sowieso keinen Sinn, die sind alle dumm, ich bin der Schlaue, alle anderen sind dumm. Das ist eben das, was man für ein Gefühl hat, wenn man so seine Videos anguckt, seine Äußerungen dann eben aufnimmt, und das ist natürlich völlig entfernt von jeglicher Wissenschaft. Was ich einfach hier zeigen wollte, ist, dass es eben teilweise auch Ärzte gibt oder Menschen in der einen Richtung, abseits oder gegenteilig von Querdenkern und so weiter, die natürlich auch in Extreme abdriften, die diffamierend Framing betreiben und die dann am Ende sogar noch einen Schritt weitergehen. Also ich würde definitiv nicht eine Diskussion mit so einem Menschen anfangen. Und Meinungen sollten diskutiert werden. Also ich würde definitiv nicht. Ja. Es geht mir genauso, wenn ich mit solchen Menschen rede. Denn und das fand ich auch schon wieder eine weitere Glanzleistung, muss ich sagen. Er verkauft ja sein eigenes Merchandise und verkauft dort tatsächlich T-Shirts mit einem, den er entsprechend in seinen Videos auseinandergenommen hat. Ich habe mir den Experten anders vorgestellt. Wiederum in den... Entsprechend auch mit den, ich sag mal, diffamierenden Texten daneben und soll natürlich ganz klar darauf abzielen, dass es irgend so ein Typ ist, der da im Wald sitzt. Also er geht auf Äußerlichkeiten ein, versucht diesen Menschen dann zu diffamieren anhand von Äußerlichkeiten, nicht anhand von Inhalten, versucht damit auch noch Geld zu machen. Und das ist natürlich ein Witz, wenn man sich am Anfang anguckt, was er geschrieben hat in seinem Kanal. Er möchte ja überhaupt gar kein Geld damit verdienen, auch nicht in Zukunft und was weiß ich nicht was. Hat am Ende einen Merchandise-Shop mit Menschen, die er auf seinen T-Shirts dort diffamiert. Und zwar optisch, nicht inhaltlich. Und das ist natürlich schon eine Sache, wo ich mir denke, weiter entfernen von der Wissenschaft können wir uns nicht. Ich selber
würde ehrlich gesagt niemals auf die Idee kommen, mir ein T-Shirt zu machen von Robert Franz, von Lichtblick oder sonst wem. Auch wenn ich natürlich den einen oder anderen Seitenhieb in einigen Videos sicher mal auch auf das Optische mache. Aber damit Kohle zu verdienen, mit T-Shirts zu drucken mit diesen Menschen drauf, das ist eine Glanzleistung. Da muss ich wirklich sagen, das ist fantastisch. Da passt das T-Shirt natürlich Science Bastard und so weiter, was er sonst noch hat, mit seinen eigenen Namen. Einfach perfekt, um eben das eigene Ego so richtig schön nach außen zu tragen. Aber das Wort Science, Wissenschaft, das können wir ruhig erstmal streichen, denn ich denke, wir haben jetzt genug gesehen, dass Hegedüs eigentlich nichts anderes macht als viele andere im Internet da draußen auch, die eben nicht Experten sind. Sie äußern ihre eigene Meinung, auch wenn sie nicht diskutieren wollen. Und wenn wir uns die Definition jetzt mal von Scharlatanen oder eben Hetzern angucken, dann wird es vielleicht ganz interessant, ob diese Kommentare am Ende zumindest eine Grundlage hatten, ihre Äußerungen so zu gestalten. Ja, liebe Zuschauer, lieber Janos, das war's zuerst mit diesem Video. Es gibt hier noch viele, viele weitere Clips und Punkte, die ich auch in meiner Timeline oder in meinem Programm hier habe. Es ist aber so, dass ich eigentlich gar keine Lust habe, mich noch weiter tiefergehend damit zu beschäftigen. Wenn aber gewünscht, dann werde ich das natürlich gerne machen. Wir können uns auch gerne mal ein komplettes Video von ihm angucken, von Wagenknecht oder andere Leute, die er dann auseinander nimmt. Aber ich wollte euch hiermit einfach nur mal so ein bisschen zeigen, dass nicht überall, wo Wissenschaft draufsteht, auch wirklich nur Wissenschaft drin ist. Und wenn ich mir ein T-Shirt mache mit Science Bastard und selber mich so darstelle als der einzig wahre Guru, dann sollte ich auch im Endeffekt dann nicht solche Methoden in Angriff nehmen, dass ich andere Menschen versuche zu diffamieren, T-Shirts von denen mache, Framing betreibe und so weiter. Denn wenn ich solche Methoden anwenden muss, und das ist die Medienkompetenz, dann offenbare ich eigentlich, dass ich inhaltlich relativ wenig beizutragen habe. Und das schmälert natürlich die eigene Kompetenz dann enorm, wenn man das erkennt. Und dafür dieses Video, damit andere Menschen das da draußen erkennen, wenn sie sich Videos von verschiedenen Leuten angucken, wie argumentieren diese Menschen, kommen da wirklich Quellen, inhaltliche Angaben und so weiter. Da die Ärzte ja auch heutzutage die Götter in Weiß sind, die Experten sind und laut seinen eigenen Aussagen aus den neuesten Coaching-Videos diejenigen sind, die ja eigentlich diese Coaching-Aufgaben auch übernehmen sollten. Die kennen sich mit Prävention aus. Die können eben alles, weil sie 12 Jahre hier studiert haben und den ganzen Körper kennen. Das waren so seine Wortlaute ungefähr. Habe ich mir mal einen kleinen Scherz erlaubt, lieber Janos, und zwar habe ich dir hier für den nächsten Expertenkongress für die führenden Experten einen Platz frei gehalten. Ich denke, da bist du bei diesen anderen Ärzten, die alle Experten sind, richtig gut aufgehoben. Ich denke mal, diesen kleinen Scherz, den verzeihst du mir auch noch irgendwie. Ansonsten findet ihr auf sciencepunch.de dann eventuell noch weitere Artikel, wo ich einzelne Punkte nochmal deutlich detaillierter aufzeigen werde, mit entsprechenden Quellen natürlich. Ich werde alle Aussagen, die ich hier in diesem Video auch getroffen habe, kann ich entsprechend belegen, kann ich darlegen aus verschiedensten Videos. Hier gibt es noch mindestens 10, 20, 30 Videos mehr, aus denen entsprechende Clips für Belege eben rausgenommen werden können. Das heißt, das ist nicht nur eine Aussage, die er irgendwo getroffen hat, und dementsprechend, wenn euch das interessiert, gerne reinschreiben. Ansonsten bin ich auch immer für Gespräche bereit, das wisst ihr. Wenn ihr das unterstützen möchtet und solche Aufklärung auch gut findet, könnt ihr das natürlich sehr gerne machen auf Patreon mit einem Daumen hoch, mit einem Kommentar, mit einem Abo oder sonst wie. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft dann immer noch weiter einen Weg Richtung wissenschaftliche Auseinandersetzung gehen und diese ganzen Beleidigungen, Diffamierungen und so weiter irgendwann mal begraben können. Aber sollten natürlich noch weitere Seitenhiebe kommen oder sonstige Geschichten, tut mir leid, deine Spiele werde ich nicht mehr mitspielen. Wenn du unbedingt mit einer dummen Taube spielen möchtest, dann kannst du das entsprechend mit dir selber machen. Oder du spielst am Ende mit dir selbst und keiner spielt mehr mit dir. Der Vorteil ist dann natürlich, du wirst auf jeden Fall gewinnen.